Hallo, grüß dich. Heute geht es um einen ganz, ganz wichtigen Zeitpunkt im Leben deines Hundes. Seine Abholung. Wann sollst du ihn abholen? Wann kannst du ihn abholen? Wann darfst du ihn abholen? Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Und zwischendurch, wenn ich mich zur Seite bücken sollte, nicht wundern. Der Hook ist da, das ist mein Rüde. Der ist ein bisschen durch den Wind zurzeit, weil seit 2 Wochen meine Hündin, die Saga, läufig ist. Und dafür bekommt der ein bisschen mehr Streicheleinheit wie sonst. Also, viel Spaß bei dem Film. Also, wie immer gibt es ganz viele Punkte, die wichtig sind bei der Abholung. Es gibt die Gesetzgebung, es gibt die Emotionen. Am liebsten würde man seinen Hund sofort abholen. Und es gibt das Sinnvolle, was ist gut, was ist am besten für den Hund. Also, ich fange schon mal mit der Gesetzgebung. In Deutschland ist das grundsätzlich so, dass man keinen Hund abholen darf, bevor er 8 Wochen alt sind. Das heißt, die 8 Wochen müssen wirklich komplett vorbei sein. In der Schweiz zum Beispiel sind das 10 Wochen. Kleine Bemerkung zwischendurch, wenn ihr euren Hund abholt, nenne ich diesenjenigen, der den Hund großgezogen hat, Züchter. Ob es ein ranrassiger Hund ist, den ihr da bekommt, oder ein Mischling. Jemand, der einen Hund hochzieht, ist ein Züchter. Ist egal, ob er ranrassiger oder Hunde oder Mischlinge hat. So, was ist jetzt sinnvoll? Wenn ihr nicht allzu guten Züchter habt, wenn ihr kein gutes Gefühl habt, grundsätzlich würde ich die Finger davon lassen und gar nicht abholen, sondern jemand anders suchen. Wenn ihr aber trotzdem unbedingt für diese eine Person einen Hund haben möchtet, aber ihr habt das Gefühl, er macht nicht so viel mit denen, könnt ihr dann ruhig mit 8 Wochen abholen. Wenn ihr einen guten Züchter habt, der sehr viel Sachen mit dem Hund übernimmt, mit eurem neuen Hund übernimmt, sei es Autofahren, andere Tiere zeigen, Kühe, Pferde, Katzen, Hühner, Hasen, Rehen, dann lasst ihn bei ihm. Wichtig ist, dass er euren Hund sich an verschiedene Geräusche dran gewöhnt. Staubsauger, Kochen, Fernsehen, live. Ehekrach gehört dazu, passiert auch bestimmt. Der Hund muss so viel wie möglich kennenlernen. Verschiedene Hintergründe, Gras, Beton, Pflastersteine, Teppiche, Fliesen, Kies, ich gucke mich um, was wir alles noch haben, Wellbleche, vielleicht Decken, Teppiche oder ähnliches, oder dieses Baufolie, was schön knistert. Handtuch daneben werfen, verschiedene Geräusche, wirklich ganz, ganz, ganz viele. Es ist so, dass wenn Hunde geboren werden, in der ersten Lebenswoche ist die Angstschwelle relativ niedrig und die Neugierige sehr groß. Und bis zum 12. bis zum 14. Lebenswoche, dann tauschen sich diese Kurve aus. Das heißt, desto älter der Hund wird, desto vorsichtiger wird er sein gegenüber den Sachen, die er bis dahin nicht kennengelernt hat. Und die Hemmschwelle, dahin zu gehen, etwas Neues kennenzulernen, wird immer geringer, also immer größer. Es wird immer schwieriger für euren Hund, etwas Neues kennenzulernen. Aber desto mehr er am Anfang kennengelernt hat, desto leichter wird es später für ihn sein, neue Sachen kennenzulernen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Züchter haben einen extrem großen Einfluss auf das Verhalten eurer Hunde später. Zum Beispiel der Hook hier, der macht fast alles mit. Zum Beispiel diese Lüftungsgitter, vom Klein auf ist er darüber gelaufen, hat er keine Angst. Auf dem Bogen liegt die Ayla, die ist jetzt 5 Monate alt. Die habe ich selbst gezüchtet, sie hat Angst vor nichts. Ich kann ihr Decke über den Kopf werfen. Ich habe sie gefüttert in Eimer. Eimer haben auf dem Boden gelegen, hat alles gewackelt. Eins dürft ihr nicht vergessen auch, euren Hund muss wirklich so viel wie möglich kennenlernen, aber dezent. Zum Beispiel, ihr geht zum Pferde, ihr packt den Hund, guck mal, das ist ein Pferd, sagt mal dem Pferd guten Tag, und der Pferd bewegt sich und macht, und das reicht schon. Wirklich ganz dezent, aber so viel verschiedene Sachen wie möglich. Bei der Abholung, was ganz, ganz wichtig ist, ich würde euch empfehlen, erstens, etwas vom Züchter mitzunehmen, eine Decke, ein Spielzeug.
Diese Gegenstände haben der Geruch der Mutter, der Geschwister, des Halters zu Hause, der Züchter angenommen. Und das ist ein sehr, sehr starkes Beruhigungsmittel für den Hund, weil das Geruch längere Zeiten drin bleibt. Also eins solltet ihr nicht machen, nehmt nicht die alte Decke mit, um euren Hund zu beruhigen, damit er sich wohlfühlt, damit er ein Stück von seinem alten Zuhause mitnimmt. Macht dann für dann nicht das Ganze in der Waschmaschine ranzuschmeißen, das würde überhaupt nichts bringen. Das ist ja ziemlich kontraproduktiv. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, wenn es nicht so weit ist, wenn der Welpe 6, 7, 8 Wochen alt ist, fahrt einfach dahin, besucht ihn mal. Spiel einfach mit ihm vor Ort, mit seinen Geschwistern das erste Mal. Das zweite Mal, wenn der Züchter gut ist, dürft ihr nichts dagegen haben, geh mit dem Hund draußen. Einfach 100 Meter vom Haus entfernt, spiel ein bisschen mit ihm, 10 Minuten, mehr nicht, und dann bringt ihr ihn zurück. Ihr könnt auch das dritte oder vierte Mal euren Welpen im Auto nehmen und ihr fährt die 100 Meter aussteigen und ganz toll mit ihm spielen, ganz toll füttern, so dass das Autofahren mit etwas Angenehmes verbindet. Der soll wirklich so viel wie möglich kennenlernen. Hoch, du bleibst hier, ja genau. Der muss wirklich so viel wie möglich kennenlernen, das ist ganz, ganz wichtig. Nur so bekommst du später einen ruhigen, angenehmen, souveränen Hund, der wirklich keinerlei Probleme hat mit Hunde, Katzen oder anderen Menschen. Genauso, was Menschen anbelangt, habe ich vergessen zu sagen, Kinder, Opas, Omis, Rollstuhlfahrer, auch wenn es kein richtiger ist, einfach einen Rollstuhl nehmen, sich an den Stuhl, sich bewegen, wackeln, mit Krücken rumlaufen, komische Bewegungen machen, Hüte anziehen, wirklich so viel wie möglich kennenlernen. Ein besonderer Punkt, es geht um die Sommerwelpen. Versuch auch mit eurer Welpe nachts rauszugehen. Im Winter ist es um 5 Uhr dunkel und wenn ihr euch daran gewöhnt habt, um 18 Uhr im Sommer spazieren gehen, ist es noch hell. Wenn ihr im Sommer nicht nachts ein bisschen mit eurem Welpen spazieren geht, passiert das ziemlich häufig, dass die Welpen Angst vor der Dunkelheit haben, nicht so gern nachts spazieren gehen. Also deshalb für Sommerwelpen nachts ein bisschen spazieren gehen. Wie gesagt, dezent alles zeigen. Ja, das war's. Ich glaube, ich muss kurz in mich hineingehen, ob ich irgendwas vergessen habe. Nee, bei der Abholung des Welpen, ja genau, wäre vielleicht wichtig, versucht die Grund, der Tagesablauf vom Welpen in Erfahrung zu bringen und versucht mindestens ein paar Tage diesen Zeit also aufrecht zu erhalten. Ne? Zum gleichen Uhrzeit fressen, wahrscheinlich 4-mal am Tag, das wäre sehr, sehr sinnvoll. Und das war's dann. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren schreiben. Falls ihr noch mehr von mir bzw. von uns sehen möchtet, einen Kanal hier abonnieren. Hier unten rechts ist der richtige Klick. Den nächsten Film könnt ihr schon mal da unten anklicken. Wir sind gern für euch da. Viel Spaß mit deinem Hund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.